Hallo meine Gartenfreunde und willkommen zurück zu einem neuen Video aus unserem Garten. Heute gibt es den Gartenrundgang August für euch. Allerdings starten wir den Gartenrundgang diesmal nicht bei uns hier im Garten zu Hause, sondern wir begeben uns gleich in den Kleingarten, denn den möchte ich euch endlich mal zeigen. Vieles haben wir da schon erledigt und ich sammle mir jetzt hier so ein paar Jungpflanzen zusammen. Die seht ihr hier vor mir, ein paar Lauchzwiebeln wollen wir auspflanzen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich nehme hier meine Lauchpflanzen mit und dann sehen wir uns gleich. Ja, und einige werden es jetzt schon sehen. Einiges hat sich hier bei uns im Kleingarten getan. Wir haben viele, viele Pflanzen eingesetzt. Viele haben ihren Platz gefunden. Viele Winterkulturen, wo wir uns natürlich erhoffen, dass wir dieses Jahr noch eine schöne Ernte einfahren. Ja, und welche Pflanzen das alles sind, werde ich euch jetzt einmal mal zeigen. Dann hinter euch, wo das Stativ mit dem Aufnahmegerät jetzt steht, da schauen wir uns auch nochmal an. Aber erstmal hier zu dieser Seite, denn hier haben wir richtig viele schöne Sachen. Und angefangen hier mit unserem Grünkohl. Grünkohl, eine wunderbare Sache. Winterhart kann man gut jetzt noch anbauen. Und unser Grünkohl, der sieht schon recht ansehnlich aus. Hatte ein bisschen Startschwierigkeiten, wie so viele unserer Kulturen hier. Denn die Trockenheit, die hat uns hier echt auch zu schaffen gemacht. Heute hat so ein bisschen mal geregnet und die Pflanzen stehen heute richtig schön da. Ja, wie gesagt, vor mir haben wir hier den Grünkohl. Dann haben wir hier eine wunderbar schöne Reihe mit dem Minispitzkohl. Auch eine Kultur, die ich selber noch nicht angebaut habe. Aber winterhart bis zu minus 15 Grad. Und ich denke, da werden wir auch eine gute Ernte einfahren. Und dann neben mir haben wir hier so den Wirsingkohl. Der sieht auch sehr gut aus. Allerdings, da mussten wir noch die ein oder andere Pflanze nachpflanzen. Denn ja, da waren so ein paar Raupen dran. Dann die Trockenheit, die Hitze. Und dann hat die Pflanze ein bisschen schlapp gemacht, deswegen noch mal ein paar Nachsaaten. Deswegen sehen wir hier so ein bisschen mehr Pflanzen immer aus, als wir eigentlich brauchen. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben hier als nächstes unseren Chinakohl und der sieht richtig wunderbar aus. Da sind wir richtig zufrieden. Jetzt heißt es natürlich hoffen, dass der nicht in die Blüte geht. Aber selbst wenn wir die Hälfte der Pflanzen hier ernten, ist das alles noch wunderbar. Und jetzt gehen wir zu dem anderen Teil des Gartens. Und hier sieht man eigentlich das ganze Ausmaß von unserem Garten, wie groß er eigentlich ist, wie viel Potenzial wir hier haben, unser eigenes Gemüse als kleine Selbstversorger hier anzubauen. Und ich erzähle euch nochmal, was ich hier jetzt noch mit meinen Kollegen angebaut habe. Wir haben hier ein paar Einlegegurken, auch recht spät, aber wenn wir eine kleine Ernte einfahren, ist das auch wunderbar. Dann vor mir rechts, da haben wir ein Brokkoli angebaut. Das ist so ein Spiralbrokkoli. Welche Sorte das ist, blende ich euch gerne mal ein. Ja, dann haben wir hier weiter. Wir haben hier noch ein paar Brokkoli-Pflanzen eingesetzt. Dann haben wir einen Weißkohl noch eingepflanzt. Vorne der violette Kohlrabi und am Anfang wieder unser roter Salat Laurentio. Ja, hier geht es weiter. Das nächste kleine Feld, was wir haben. Wir haben hier den schwarzen Rettich. Eine Kultur, die ich auch noch nicht angebaut habe. Aber das versuchen wir natürlich gerne bei so viel Platz, den wir hier haben. Und ihr jetzt seht schon, die Sonne scheint wieder. Es ist extrem warm. Es ist extrem sonnig. Ich muss echt meine Augen so ein bisschen zusammenkneifen, damit ich überhaupt hier was sehe. Ja, dann kommen wir weiter. Wir haben hier noch ein bisschen Mangold eingesetzt. Genauso wie die rote Beete, die in meinem Garten ja nichts bis jetzt geworden ist. Deswegen versuchen wir hier es auch nochmal. Und ich denke, die rote Beete, genauso wie der Mangold und der schwarze Rettich, das sind alles Kulturen, wo wir wirklich noch was ernten können. Vor mir, da haben wir drei Reihen für Kartoffeln gesetzt. Die sind allerdings noch überhaupt nicht da. Wir haben schon mal ein bisschen drinnen gebuddelt. Ein paar Keimansätze haben wir schon, aber ja, ob es noch was wird, ich habe keine Ahnung. Aber im Ganzen, wir haben das ganze Feld schon mal umgearbeitet. Wir haben das ganze Feld aufgedüngt, mit Pflanzen bestückt. So bekommen wir wieder ein bisschen Bodenleben hier rein. Eine Humusbildung wollen wir hier uns aufbauen. Denn ja, der Garten, der wurde hier 20 Jahre nicht bewirtschaftet. Deswegen muss hier mal richtig ordentlich Power rein.
Und ich freue mich schon auf die nächsten Jahre, wie wir das hier Ganze alles entwickeln werden. Und jetzt geht's weiter. Dann kommen wir zu unserem nächsten Feld. Das ist das Feld, was wir jetzt aktuell angelegt haben. Viele Kirschlorbeerpflanzen mussten wir hier ausgraben. Und das bei über 30 Grad. Das war schon, jetzt habe ich hier eine Wespe an mein Ohr. Das war schon eine sehr große Aktion, die wir hier hatten. Richtig feste und dicke Wurzeln. Hier seht ihr schon den Haufen neben mir links. Da ist so viel Wurzelwerk drin gewesen. Aber jetzt sieht das Feld schon sehr ansehnlich aus. Und man merkt schon, eine richtig schöne gerade Reihe haben wir hier gezogen, eine schöne gerade Linie. Und wir erhalten dadurch ein richtig schönes, großes, durchgängiges Beet. Ja, dann kommen wir hier weiter zu unserem nächsten Feld. Und das ist das erste Feld, was wir hier angelegt haben. Das war eher so eine mehr oder weniger Spontanaktion. Und ja, dementsprechend sieht das nicht ganz so schön aus wie die anderen Beete. Wir haben hier verschiedene Bohnen versucht einzusehen, aber durch die extreme Trockenheit ist hier echt fast nichts gekeimt. Deswegen sind wir schon an überlegen, ob wir das Ganze nochmal platt machen, bis auf den Knollenfenchel, den wir da hingestellt haben. Der sieht wunderbar aus, aber die Bohnen, genauso wie die Radieschen, überhaupt nichts gekeimt. Maximal so vereinzelt ein paar Pflanzen. Deswegen wäre dieser Bereich eher schon schöner für eine ordentliche Ladung Spinat oder auch Feldsalat. Oder ja, wenn ihr noch was anderes habt, was wir aussehen sollen, gerne unten in die Kommentare. Könnt ihr gerne mit uns entscheiden, was wir hier anbauen wollen. Und dann gehen wir schon fast zum Ende. Da haben wir nämlich auch noch so ein paar Pflanzen. Da schauen wir uns jetzt auch nochmal um. Und das erste Beet, was wir uns hier angelegt haben, was wir durchgefräst haben, das sieht richtig toll aus. Da sind wir wirklich richtig zufrieden, wie sich die Pflanzen hier entwickelt haben. Hinter mir steht wunderbarer Blumenkohl. Darf in keinem Garten fehlen. Immer so lecker und herrlich und frisch. Ach, wir lieben das richtig gerne. Dann haben wir hier unsere nächste rote Beete. So, ja, ich würde sagen, im schrägen diagonalen Versatz, um ein bisschen mehr Ertrag pro Fläche hier zu erhalten. Und genauso das Ganze als Multisowing-Verfahren. Und ich denke, wir werden hier auch noch ordentlich rote Beete ernten. Und dann geht es weiter. Ein Feld weiter, wo jetzt die schöne Sonnenblume steht, haben wir noch mal ein bisschen Mangold eingesetzt. Den Mangold Rainbow in der Farbe Weiß und Gelb und Rot und Pink. Ein richtig schöner Farbtupfer hier im Garten. Das freut uns. Und dann als nächstes haben wir noch mal violetten Kohlrabi ausgesetzt, der auch schon seine ersten Knollen bildet. Und ich denke mal, mein Kollege und ich denken, da steht er nämlich neben mir, ich denke mal, so in 4 bis 6 Wochen werden wir wahrscheinlich schon den ersten Kohlrabi ernten können. Ja, das ist auf jeden Fall der erste kleine Rundgang hier in unserem Kleingarten. Viel kann ich euch nicht zeigen. Auch eine kleine Herausforderung, in so einem großen Garten einen kleinen Gartenrundgang zu machen. Ich könnte euch noch viel, viel mehr zeigen, aber ich denke mal, das wird den Rahmen des Videos sprengen. Ich werde euch aber gleich noch mal ein paar Bilder einblenden, ein paar Videosequenzen mit ein bisschen Musik drunter. Und dann könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr noch hier euch in unserem Garten wünscht. Ihr könnt mitmachen, den Garten mitgestalten. Wenn ihr Ideen habt, alles unter in die Kommentare rein. Ja, den zweiten Teil aus unserem Hausgarten zu Hause, den gibt es nächste Woche. Aber wenn ihr das Video jetzt schon sehen wollt, schaut auf Watch Better vorbei, denn da gibt es das Video exklusiv für euch. Schaut da mal rein, da ist der Teil 2 dann vorhanden. Alternativ wartet ihr eine Woche und genießt das Video dann nächste Woche, Samstag oder Sonntag. Aber das werdet ihr ja dann sehen. So, wir machen jetzt Feierabend, es ist Mittagsruhe. Ich verziehe mich nach Hause und nehme das andere Video auf. Also, wir sehen uns bis dann und tschüss.